Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Review. Mein Name ist Sir Micro. Ihr seht es, XCOM Enemy Unknown. Ich habe mir das jetzt mal geholt, möchte das jetzt auch mal explain, indem ich jetzt das einmal durchgespielt habe. Und ich wollte euch heute mal als Preview sozusagen die Demo zeigen. Da ich im Spiel die Demo, also das Tutorial nicht machen möchte, hat verschiedene Gründe. Deswegen will ich euch heute mal die Demo zeigen. Ja, also nur eine kurze Vorwarnung. Demo starten. Ich glaube nämlich, dass die Demo genau das Tutorial ist. Two possibilities exist. Either we are alone in the universe, or we are not. Both are equally terrifying. Arthur C. Clarke. Also, für die Leute, die es nicht, die Englischen, die es nicht wissen, sind so genau. Es existieren zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir alleine im Universum, oder wir sind es nicht. Beide sind gleich, ja, besorgniserregend. Sagen wir mal so. Ich bin nicht sicher, warum sich jetzt so viele Leute um so ein Inder versammeln, ja halt. Das ist sozusagen die Alarmlage von dem Ding. Ja, renn so weit du kannst. Gut. Das wäre es auch für den gewesen. Er wird gestaubsaugt. Ich bin noch gelebt. Ja, okay. Ja. Enemy unknown, oder soll ich nicht. Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. So sieht es aus. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Gut, dass ihr Mitglied des Rates seid. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Der Sky Ranger.
Sehen so vier unerschrockene Kämpfer aus, ich weiß nicht. Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Ja, sie zeigen uns das jetzt nochmal extra. Dahin. Dahin. Hier. So, okay. Also dort kann sich bis zu zweimal pro Runde bewegen. Die Anzahl der verbleibenden Bewegungen wird in der Einheitenfahne des Soldaten angezeigt. Dieses daneben, dieses obere hier. Und hier ist halt seine Pfeile zum Bewegen. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Das Schildsymbol, was ihr hier seht, bedeutet hier, also da in der Halbdeckung ist es nur halb ausgefüllt. Ja, und das Volldeckung kann ich im Moment mal zeigen, aber der lässt im Moment nur zu, dass ich mich hier hinstelle. Delta 2, jetzt du. Los, ja. Zu den Trümmern. Den Trümmern in die halbe Deckung. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Genau. Hier habe ich jetzt ein volles Schildsymbol, wie es auch oben steht. Da habe ich Volldeckung. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger, weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Oh, hier hin. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. So, das heißt, ich muss sprinten. Ihr seht vielleicht diese blaue Linie hier. Das ist die Laufreichweite, sag ich mal. Und dann gibt es hier noch, wenn ich mich aus dem Down bewege, nochmal so einen gelben Radius. Das ist dann die schon spurtet Reichweite. Allerdings so ein Sprint, der verbraucht man in beiden Bewegungen. Danach kann ich also nichts mehr machen. Aber immerhin volle Deckung. Also das kann man da schon mal wagen dann. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt, Hilfe. Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das Spurten hat beide Dinger gebraucht. So. Haben wir jetzt was? Ja, wir sollen hier hin. Muss auch wieder spotten. Ich hätte nicht gemacht, ehrlich gesagt, aber okay. In der Mind. Central, hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Wie kriege ich die Kamera so nicht? Nicht. Okay, gehen wir halt so. Central, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Habt ihr das weiße Plakat gesehen, was da jetzt an, was in der Wand steht? Steht drauf. Wir hatten viel Spaß. Mhm. Der Typ da am Boden liegt bestimmt auch.
Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ein ist. Ein Staubsauger. Roger. Das sieht bloß an. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Ja, das, wie weit kann die bitte schon laufen? Bin ich nicht immer noch hier? Ich glaube nicht, dass es im Spiel irgendeiner gibt, der so lang, der so weit okay, rennen kann. Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Ja. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Würde ich nicht machen. Würde mich an die Tür stellen und würde sie langsam aufmachen und nicht da so reinbrechen, wie er das gemacht hat. Aber es ist nur ein Story. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Ja, der soll doch mal lieber seine Waffe fallen lassen. Eine Granate und ein Gewehr in der Hand. Also nicht unbedingt etwas, was wir gebrauchen können. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Du bist ganz falsch oder was? Okay, probier's mal. Augen nach vorne und nicht zu titeln. Schlag ihn einfach mal, das wäre besser. Oh Gott. Ups. Am Boden. Delta 1 ist am Boden. Central, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Nicht. Delta 2, du bist aufstreifen beschossen. Such bessere Deckung. Von Röntgenstreifen, das ist ja super. Na gut. Schon mal Zeit, zwei Minuten okay, verloren. Feuer frei. Hey. Machen zum Feuern. Drück Enter. Enter ist hier. So, haben wir da. Feuer, bis zu 4 Schaden, für 80% Komm drauf. Sauber. Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Ja, genau. Jetzt können wir hier die Frau Miwa Tanaka wegbewegen, weil jetzt wird sie nicht mehr von dem Junt niedergehalten. Also können wir hier in Deckung gehen. Jetzt wirf eine Granate auf den Feind vor dir. Splittergranate auswählen und dann hier den Radius. Für ihn doch mal genau hier vor die Füße. Macht 3 Schaden, jetzt noch 3 Lebenspunkte, also sollte das gut Ohr machen. Töten. Bam. Bereit machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta V. Da kommt noch einer von hinten auf dich Rankiert. Zu. Super. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Ach, Grund Esis, okay. Wie gesagt, eben ist das Schildsymbol, was unsere Miwa Tanaka hatte, eben da in Gelb eingeteilt worden. Das heißt, sie wurde flankiert. Beziehungsweise geht da die Treff...
Quote des Zeptoiden, der es ja beschossen hat, auf nähere 100%. Also jetzt wollen wir das dann nicht mal mit ihm machen und ihn flankieren. Das heißt, wir gehen hier in Volldeckung rein. Gut so. Und jetzt, von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Das ist das Gleiche. Wir haben hier gelbes Symbol. Dann mal Hammer drehen. Der Zeptoid ist jetzt hier in der Deckung mit halber nach hier vorne. Aber hier ist er jetzt flankiert. Wir haben Schussfeld, er ist flankiert. Gucken wir, wie viel wir haben. Er sagt Enter. Okay, das liegt jetzt am Rekruten. Aber okay, wir können trotzdem feuern. Ja, okay. Hau mal rein. Passt. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Ja, Sektuiden. Die erste von vielen Alien-Einheiten. Sagen wir es mal so. Dürfen wir noch eine Mission machen? Okay. Jetzt können wir uns hier noch einen Schutzpunkt aussuchen. Werden wir auch nochmal machen. Im Display will ich mir Afrika aussuchen. Vorhin den Grund. Der Afrika, wenn wir uns das Video angucken will. Ja, genau. Hat einen Kreditenbonus namens All-In. Monatliches XCOM-Budget erhöht sich um 30%. Also jedes Mal um 30%. Das ist ziemlich nützlich, weil Geld hat man irgendwie nie genug. Was würde denn Südamerika bringen? Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor. Naja, gut. Das kann man dauern, also aber Autopsien und Verhör dauern eh eigentlich nicht sehr lange. Einmal zwei Tage bis drei höchstens, aber das ist einer der... Das braucht man eigentlich nicht. Bietet Asien an. Kampf der Zukunft, alle Projekte in der Gießerei oder der Offizierschwurst weniger. Das ist ganz nützlich eigentlich. Da die Dinger doch extrem teuer sind teilweise und 50%, das macht schon einiges aus. Spart man an Geld, also das ist, ja gut. Europa, was bieten die an? Expertenwissen. Labor und Werkstatt kosten 50% weniger beim Kauf und Unterhaltung. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Nur da Amerika sagt,